Hallöchen, es gibt endlich das Video zu dem Balea-Wimpern-Serum. Und wer gespannt ist auf meinen Testbericht, der bleibt einfach dran. Ich benutze das Serum jetzt fast 8 Wochen und hier steht drauf, dass man nach bereits 6 bis 8 Wochen Ergebnisse erzielen sollen, können, tut, möchte. So, wo fangen wir an? Es ist von Balea, also aus dem DM. Hat mich 4,99 gekostet, was natürlich sensationell ist. Ja, die anderen Wimpernseren liegen ja, ich glaube, ab 50 Euro kann man sich da was kaufen. Also mit 5 Euro der Preis unschlagbar. Es kommt in so einem kleinen Fläschchen und hat so einen Eyeliner-Applikator. Der ist jetzt schon ein bisschen schwarz bei mir, weil ich mich wahrscheinlich nicht so gründlich abschminke und dann immer noch irgendwelche Reste anscheinend am Wimpernkranz habe. Es steht drauf: Pflegefluid mit Peptid-Aktivkomplex, verlängere und dichter wirkende Wimpern. Ich benutze es jetzt, wie gesagt, fast 8 Wochen, also mir fehlen noch 3 Tage bis zu den vollendeten 8 Wochen. Wenn ich das Video hochlade, sind wahrscheinlich die 8 Wochen schon um. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht konsequent, wie hier beschrieben, früh und abends benutzt. Also ich habe es, also mindestens einmal am Tag habe ich es benutzt, definitiv. Aber eben nicht immer früh und abends, aber zu 80% habe ich es zweimal am Tag aufgetragen. Immer früh auf sie reinigt die Sicht, abends auf dem Wimpernkranz. Wie so ein Eyeliner. Ganz einfach. Es sind 4,5 Milliliter drin und ich kann auf jeden Fall sagen, dass es schon mal 8 Wochen hält, mindestens. Ich denke, es hält auch länger. Dermatologisch getestet kann ich bestätigen, ich habe sehr sensible Haut, Augenpartie. Ich bin auch Kontaktlinsenträgerin und ich habe das auch aufgetragen, als ich Kontaktlinsen drin hatte. Und es passiert wirklich nichts. Es hat bei mir nichts gebrannt, es ist nichts rot geworden. Ich habe in keinster Weise darauf reagiert. Also da muss ich schon mal sagen, Pluspunkt. Habe ich null darauf reagiert, kann natürlich bei jedem anders sein, aber ich weiß für mich, dass ich schon Augen habe, die schnell reagieren auf Abschminktücher, auf überhaupt Abschminkprodukte, auf Seifen und so. Ich reagiere gerne mal und hier ist einfach nichts passiert. Zu dem Ergebnis. Ich habe heute mal kein Eyeliner drauf und habe auch nicht so extrem meine Wimpern getuscht, wie ich das sonst mache. Ich habe auch ein Vorher-Nachher-Bild, das könnte ich jetzt mal einblenden. Ich würde sagen, es ist optisch einfach mal null zu erkennen. Es ist kein Unterschied. Es ist einfach so. Aber ich muss auch sagen, dass ich 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen lang das Gefühl hatte, ich tue das hier früh und abends einfach für die Katz. Es ist nichts passiert. Und letzte Woche, so schlagartig, hatte ich wirklich das Gefühl beim Schminken, ich denke, was ist denn los? Und das Komische ist, mir ist das unten aufgefallen. Ich habe unten wirklich lange Wimpern bekommt. Das merke ich beim Tuschen, weil das halt unten immer so anditscht. Und das hatte ich vorher nicht. Das Komische ist, ich habe das Wimpernserum nur oben aufgetragen, weil mir die Wimpern unten einfach nicht wichtig sind. Habe aber festgestellt, dass die unten länger geworden sind. Auch oben würde ich jetzt für meinen Teil sagen, dass sie schon länger geworden sind, aber auf jeden Fall voller. Ich habe auch so gut wie keine Wimper verloren. Ich benutze tatsächlich jetzt wieder überwiegend nur Abschminktücher und da muss man schon immer mal ein bisschen rubbeln, gerade weil ich eigentlich immer mindestens 3 Schichten Mascara drauf habe und ich habe so gut wie keine Wimpern verloren. Also ich habe noch kein anderes Wimpernserum benutzt, also ich hatte weder Revita Lash noch hatte ich hier von M2 Lashes oder ich habe keinen Vergleich. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, also das für 5 Euro revolutionär, du kannst die anderen Wimpernseren wegschmeißen, das ist nicht, aber ich denke, für die 5 Euro hat es schon einen guten Job getan. Also ich habe das Gefühl, meine Wimpern fallen weniger aus, sind dichter geworden, jetzt nicht wirklich extrem lang, aber mir fallen sie einfach besser. Vom Gefühl her finde ich sie gesünder und gestärkt und das steht ja auch für länger und dichter wirkende Wimpern. Pflegefluid, das ist also, steht zwar Wimpernserum, es ist aber eigentlich ein Pflegefluid. Und dafür muss ich sagen, hat es einen guten Job gemacht. Die 5 Euro definitiv gut investiert. Ich werde es weiter benutzen. Wie gesagt, ich habe es jetzt sowieso nicht immer konsequent früh und abends benutzt, aber ich werde, solange wie das noch hält, das benutzen. Und ich denke, ich werde es mir für die 5 Euro auch nachkaufen, weil es einfach eine super Pflege ist. Bumsballerer. Auch wenn ich jetzt nicht bei dem Vorher-Nachher-Bild wirklich null Unterschied sehe. Ich sehe gar keinen Unterschied vom Gefühl.
hat es meinen Wimpern gut getan. Das ist das Fazit. Es hat meinen Wimpern gut getan und ich finde, sie sehen halt einfach ein bisschen voller und dichter aus. Genau. Also ich kann es auf jeden Fall mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Gerade wer vielleicht ganz schwache, dünne Wimpern hat, die viel ausfallen und so, der jetzt nicht so ein Wimpern bis hier unter den Augenbrauen mag, dem kann ich das mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Wirklich. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wer das schon benutzt hat und wer eine ähnliche Meinung hat oder generell, wie ihr das fand. Würde mich wirklich tatsächlich mal interessieren, ob das so ein bisschen mit meiner Wahrnehmung übereinstimmt. Das Video, das kurze, knappe Video hat euch gefallen und ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns definitiv im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!